As a human being, even animals or insects, all have desire. Nun, was ich Ihnen mitteilen möchte, ist meine Überzeugung, dass wir alle als fühlende Lebewesen, seien es die Menschen, aber auch die Tiere bis hin zu kleinen Insekten, einen tiefen Wunsch, eine tiefe Sehnsucht haben nach Frieden, nach Ruhe, nicht gestört zu werden, keine Schwierigkeiten, kein Leiden, keine Bedrohung zu erleben. Und jeder hat jedes Recht dazu, dieses Ziel zu erreichen, zu versuchen, es zu verwirklichen. Wir alle möchten Probleme und Schwierigkeiten überwinden. Das ist ein universelles Prinzip von uns Menschen und auch anderen Lebewesen. Dazu braucht man eigentlich keine weiteren logischen Begründungen, keine Experimente durchzuführen. Es ist eine grundlegende, offensichtliche Tatsache. So, now, in order to achieve that goal, every sentient being. Und um dieses Ziel zu erreichen, versuchen wir alle Menschen, aber auch die Tiere, Mittel anzuwenden, unser Leben so zu gestalten, dass wir ein glückliches Leben ohne Probleme leben können. Aber die Mittel müssen realistisch sein. Wenn die Mittel der Realität nicht entsprechen, dann können sie nicht zu dem gewünschten Ziel führen. Any unrealistic approach failed to achieve our goal. We can see some animals. You see, wenn wir zum Beispiel Tiere sehen, dann wollen sie einer Gefahr entkommen, aber durch Täuschung laufen sie vielleicht mitten in die Gefahr noch hinein und wir fühlen vielleicht Mitleid mit ihnen. Bei uns Menschen ist es häufig ähnlich. Das heißt, wir müssen, wenn wir ein besonders langfristiges Ziel, gutes Ziel erreichen wollen, einen realistischen Weg folgen. Das heißt, wir müssen erst die Situation analysieren, wir müssen sie besser verstehen, forschen und dann zu einem besseren Verständnis kommen. Und dann können wir daraus realistische Mittel anwenden. Analyze things, research things, then say better sort of awareness. Und ein Charakterzug von uns Menschen dabei ist, dass wir auch in der Lage sind, bereit sind, kurzfristige Ziele hinten anzustellen, um langfristige Ziele zu erreichen. Das macht uns als Menschen aus. So therefore, we have this sort of capacity. Even I think animal also, I think some extent, but we have more equipped. So diese Möglichkeit haben die Tiere wahrscheinlich gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Aber aufgrund unserer Intelligenz können wir sogar einen vorübergehenden Vorteil opfern, um ein größeres, langfristiges, wichtigeres Ziel zu erreichen. Das betrachte ich als eine realistische Vorgehensweise. So, we human being, because of this intelligence, see, we try to achieve long-term benefit rather than short-term. Now here, sensorial level. Als Menschen sind wir in der Lage, durch unseren Intellekt langfristige Ziele anzustreben und sie als noch wichtiger zu erachten als nur vorübergehende Annehmlichkeiten. Seeing some sort of picture or some spots or as a tourist go different places and seeing different places. Und vieles, was wir erleben und wo wir unser Glück suchen, ist auf der Ebene der Sinneseindrücke. Zum Beispiel, wir sehen ein Bild, das uns im Moment gefällt, oder eine Landschaft. Als Tourist bereisen wir Länder, treffen Menschen, sehen verschiedene Gewohnheiten, Traditionen. Und das stimmt uns im Moment fröhlich. Oder wir hören Musik oder wir schauen Fernsehen. Zum Beispiel, ich habe einen Freund in Delhi, mein Fahrer. I often see talk. And he really loves cricket.
Und er schaut unheimlich gern Cricket. Und manchmal frage ich ihn so, also wie lange hast du gestern Abend wieder Cricket im Fernsehen gesehen? Und dann sagt er, naja, es war schon wieder bis Mitternacht. Und dann hat er gerade vielleicht mal 4 Stunden geschlafen oder so. Cricket, Television. So, sometimes I tease him. Und dann ziehe ich ihn ein bisschen auf und scherze mit ihm und sage, also ein Schlaf wäre sicher besser für dich, als die halbe Nacht Cricket zu schauen. Night. Oh. Like that. So these are, this is some kind of sort of pleasant experience. Oder wir suchen unser Vergnügen in gutem Essen, guten Gerüchen, angenehmen Gerüchen oder Körperempfindungen. Und diese Sinneseindrücke sind doch temporär, sie sind für den Augenblick da. Was uns bleibt, sind angenehme Erinnerungen, aber das Vergnügen selbst und das Glück selbst bleibt so lange, wie die Situation besteht. Und wenn sie sich verändert, wenn wir diese Sinneswahrnehmung nicht mehr haben, ist es vorbei. Und wir haben aber auch eine andere Ebene, eine tiefere geistige Ebene. Then other hand. Some sort of deeper experience in mental level, which not depend on sensorial experiences, that remain longer. Wenn wir uns an etwas erfreuen, was einen tieferen Sinn hat, dann erleben wir eine größere Zufriedenheit. Wenn wir wichtige Erfahrungen im Leben machen, dann bleibt diese Zufriedenheit, bleibt dieses Erlebnis sehr viel länger. Und es ist wichtig zu erkennen, auch uns bewusst zu sein, dass es Glück auf diesen beiden Ebenen gibt. Mehr auf der Ebene der Sinneseindrücke und mehr auf der Ebene eines tieferen geistigen Zustands. Und es scheint mir auch häufig so, dass die moderne Gesellschaft mehr ihr Glück auf der Ebene der Sinneseindrücke, der temporären, augenblicklichen Befriedigung der Sinne sucht. Das heißt, es führt dazu, dass wir unsere Bemühungen für Glück, für Wohlergehen mehr in das Äußere hineinlegen und mehr auf materielle Werte bauen als auf innere geistige Werte. Und dann vernachlässigen wir diesen wichtigen Teil der tieferen Zufriedenheit und der tieferen geistigen, mentalen Ebene. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.